Ich war gerade total überrascht, weil normalerweise hätte ich mir die Karte ja eigentlich beim Zug vernichten müssen, oder? Laut dem, was es mir angezeigt hat. Gut, ich habe 3 Siege. Also ich habe davor schon mal 2 Siege gehabt. In den letzten 2 Tagen jeweils 1 Sieg. Gestern ging es ja nicht. Ne, vorgestern, ne, hatte ich schon 2 Siege. Und heute kam der 3. Und deswegen gibt es 40 Gold. Das ist sozusagen eine Tagesquest. Und nicht schlecht. So, jetzt habe ich 40 Gold und wenn ich 100 Gold zusammen habe, kann ich mir ein neues Kartenpaket kaufen. Oder wenn später die Arena freigeschalten ist, dann kann ich auch Arena spielen für 120 Gold. Genau, vom Goggel zum Troll, ne, genau. So. Ich muss mir das morgen unbedingt nochmal angucken. Bin ja mal ganz gespannt, wie dämlich ich es geguckt habe. Das sind alles echte Spieler. Also du spielst immer gegen echte Spieler. Es gibt aber auch beim normalen Solo-Spiel spielst du gegen den Computer. Aber umsonst spielst du beim gewerteten Spiel und ungewerteten Spiel spielst du immer gegen Gegner. Die muss ich rausnehmen und die. Die eigentlich auch. Ah, komm. Auf gut Glück. Sind noch in Ordnung. So, mal ein bisschen Feuer anmachen. Auch nicht schlecht. Oh, gegen Krieger. Krieger sind auch verdammt hart. Ja, Krieger sind verdammt hart. Weil eben die können immer 2 Rüstungen drauf jagen und man muss immer die 2 Rüstungen mit beachten, die muss man mit überwinden mit dem Schaden, den man macht. Sprich, jetzt müsste ich zum Beispiel 3 Schaden machen, um dem Krieger generell 1 Lebenspunkt abzunehmen. Ich fuchtel schon mit den Händen rum, das ist schlimm, wenn die Kamera an ist. Fügt einen feindlichen 5 Schaden zu, habt ihr gesehen, 3 hat es abgezogen, 2 hat es geblockt. Dafür hat der Krieger keine großen Heilmöglichkeiten. So, was haben wir denn hier? Spott. Dann tun wir die mal ausspielen. Weil die hat nämlich ein bisschen mehr Lebenspunkte. Als die Karte, die hier werden wir als nächstes ausspielen, weil beim Krieger müssen wir wirklich ziemlich darauf achten, müsste ich ein bisschen vorsichtig sein. Der kann gute Karten haben, dann hast du etwa das schwierige Spiel, der kann aber auch ein mittleres Deck haben, wo du eine gute Chance hast, wo man sich ganz gut anstellt. Und der kann aber auch ein total schlechtes Deck haben, ne? 5. 2. 4. Was ihr wolle! Das war's. So. Was macht er denn alle so Schönes? Also von Galdilein habe ich noch nichts gehört. Also, er wird bestimmt spannend zugucken, wie ich mich hier als Normalo anstelle. Aber mir ist egal, ich muss ja kein Profi sein, denn nachhinein, wenn man das Spiel immer mal spielt, ist es nämlich dann eh einfacher, dann gewisse Sachen zu... Es ist meistens so Glück dabei, ne? Es ist nicht nur, dass man sich eine gewisse Strategie ausdenkt. Klar kann man es anhand des Decks zusammenstellen, schon überlegen, wie man mit den Karten spielen könnte, wenn die kommen. Ähm.
Ey, es gibt die Lichtleiste, wo ein Geist dafür oder was? Jetzt ist es dunkler geworden. Aber ich bin noch zu sehen, oder? Ich frage mich, ob. Das Dingo. Ach, komm, ich spiel mal die aus. Jetzt spinnt meine Leiste wieder. So, wie sieht's denn aus? Der hat 3 Angriff plus 2 Schild. Die Tore sind geöffnet. Das ist gerade etwas doof. Ich hab noch eine Spinne. Ach komm, ich versuch's auf gut Glück. Das ist der Nachteil, wenn man diesen verrückten Bombenbeleger verwendet. Der schmeißt einfach die Dinger um sich. Da kannst du mit dem Ohren schlagern. Da haut's doch hin. Weil bei mir ist nämlich eh eine Lichtleiste, die flackert nach einer Weile. Aber das Problem habe ich ja schon mit dem Frankie zusammen schon in Arbeit. Und ich denke mal, das wird demnächst in den Griff bekommen. Hoffentlich. Naja. Welche Special Effects? Nochmal drauf. Ja, ne, das ist absolute Hammer, du. Ich will aber auch nicht den Farblauf durchlaufen lassen, weil das würde es dann mich total komisch aussehen lassen. Mal lila, mal blau, mal grün, mal rot. Oh, der Verreiter ist irgendwie gerade weg. Zumindest aus dem Chat. So, und jetzt verdoppeln. Jetzt das war's. Draufhauen und jetzt am besten noch die Karte kriegen, wo man es noch als Angriffspunkte dann noch setzen kann, und dann hätte man das eigentlich schon fast erledigt. Das Dingo! Ja! Was glotzt denn so? So. Nicht einfach mittlerweile. Mein Schild für Argus. So. Einsatzbereit. Das war's. Ach, na eben, den hab ich ja auch noch. Ein Spott hat er auch noch.
nice. Fügt allen Feinden 2 Schaden zu, bla bla bla. So, mein Freund. Adios, amigos. Auf in die Bresche. Das war mal ein gutes Spiel. Oh, fast Level 19. Aber nur fast. Oh, mir sind die Knochen eingeschlafen. Oh, ich wäre alt, Grauwolf, ich wäre alt. Oh. So, Level 18. Ich muss mindestens 500 Siegers gewinnen in dieser Klasse. 500 Gratis Spiele, um den goldenen Basishelden der Klasse freizuschalten. 17 habe ich gerade mal. Dankeschön. So, wollen wir denn mal. Ja, woanders rein komme ich aber nicht. Arena spielen wird mir gerade zu stressig. Machen wir noch eins. Läuft gerade so gut. Mit euch zusammen. Sag mal, Uwe, wie läuft's denn bei dir eigentlich mit deinen Let's Plays? Ich grüße dich übrigens in jeder Folge von ETS2, die zumindest Let's Play technisch ist. Grüße ich dich jedes Mal, obwohl ich mal gesagt habe, ich grüße dich nur noch einmal. Aber ich mache das trotzdem in jeder Folge und die Kollegen, die grüßen alle mit. Finde ich echt cool und die gucken auch deine Videos. Mal so nebenbei, ne? Wollte ich dir mal mit Bescheid geben. Ein bisschen Werbung für dich machen und mal hier im Livestream. Gegen Rexha. Oh, gegen Jäger haben wir vorhin schon mal verloren, oder? Das Licht wird den Sieg bringen. Gut, die Spottkarte tun wir gleich mal raus. Das ist schon mal zu viel. Oh Mann. Na komm. Dass die immer so lange die Karten wählen müssen. Das war's. So, was haben wir denn Schönes für Karten? Eine 6er Karte. Ich komme ohne weiter. Hat er schon gesagt, das war's, weil ich hatte nichts zum Auslegen. Ich hätte einen Vorschlag, aber da du ja viel auf Autofahrtsachen stehst, ist das etwas schwierig. Aber ich lasse mir einen fallen und ich gebe dir mal ein paar Tipps und rüber. Vielleicht hat Grauwolf ja auch noch einen Tipp für dich. Aber mir fällt bestimmt was ein. Ich frage mich, ob. Jo, kein Problem. Warte mal. Da hätte ich noch was für dich. Ich komme nicht drauf. Mir fällt es dann bestimmt nach dem Stream ein. Es gibt ein richtig cooles Rennspiel, was auch was für dich wäre. Aber ich komme gerade echt nicht drauf. Das war's.
Na, wie gesagt, ich lasse mir was einfallen, warte mal. Also, was ich dir empfehlen könnte, wäre zum Beispiel Grid. Motorsport, also das ist auch ein Rennspiel. Dann kann ich dir empfehlen, zum Beispiel Formel 1 nicht unbedingt, ist nicht so, also meiner Meinung nach nicht so gut. Also vom Spielen, also von der Aufmachung her vielleicht ja und so, aber vielleicht nicht gerade so für mich der Hit, weil das irgendwie, weiß ich nicht, es müsste auch schöne Strategien entwickeln, aber Dirt zum Beispiel, Dirt Rally, ne, also wo du mal richtig nur richtig schön Cross fahren tust auf Zeit, wo du gewisse Streckenabschnitte erreichen musst mit deinem Lenkrad zum Beispiel, wäre übelst cool, würde dir bestimmt auch mal Spaß machen, mal richtig mal Vollgas zu geben, auch nur auf einer Rennstrecke. Frage mich, ob Was haben wir da noch? das Dingo! Ja, das war's. Was haben wir da noch? Lass mal überlegen. Graue, fällt dir noch was ein? Warte mal. Need for Speed nicht unbedingt. Hast du jetzt schon zwei mal rausgebracht davon? Das Real Worlds und vor deiner Pause und jetzt das Underground? Würde ich nicht noch mal machen. Diversen mal mit einem Strategiespiel. Also hörst du nicht gerade, aber zum Beispiel das neue Anno, das 2055. Das wäre, ich denke, auch was für dich. Oder mir fällt es nicht ein. Ich hab's auf der Zunge, mir fällt es nicht ein. Diese Aktion kann ich nicht ausführen. Ich bin ein Morgenmuffel. Verdoppelt das Leben eines Wieners. Das war's. So. Ah, mir fällt echt gerade nichts ein. Ich hab's auf der Zunge, aber ich krieg's nicht raus. Oh. Ich hab nur noch 16 Punkte. Ja, wie gesagt, Crit Motorsport war was. Da du eigentlich auch viel mit LKWs, zum Beispiel wäre mal eine Simulation für dich ganz cool. Zum Beispiel der LKW-Werkstatt-Simulator. Ja, wäre auch mal eine coole Sache für dich. Das ist ja nur eine Idee, ne? Du hast ja auch Dings gespielt, ne? Die Tore sind geöffnet. Dead Space hast du ja auch gespielt. Da wäre zum Beispiel für dich auch ein cooles Spiel, würde man sagen. Oh, mein Kopfgedächtnis ist heute echt mies. Irgendwie habe ich gleich verloren. Ich habe dir nicht einen Punkt abgezogen. Ach nee. Nicht ganz wie geplant. Na komm, hau drauf. Egal. Warte mal, ich habe das Glück hier in meinem Fach drin. Warte mal, für die PS4 und es gibt es auch für PC. Habe ich nämlich auch doppelt. Immer für den PC, immer für PS4. Hab ich da. Genau, das Spiel habe ich für dich. Also, es ist zwar für die PS4, ne? Aber das gibt es auch für den PC. Und für den PC ist es 10-mal besser. Also, zumindest von der Grafik, ja. Aber die PS4 bringt auch schon verdammt viel Leistung. Ich muss sagen, ist gleich gut. Aber wie wär's denn hier mit Watch Dogs zum Beispiel? Also das Spiel ist ein gutes Autorennspiel, hat aber auch Action und ein bisschen Strategie drin, und es ist wirklich verdammt gut gemacht. Also ich spiel's gerne, spiel's auf der Playstation gerne und auf dem PC habe ich es voll durchgespielt und auf der Playstation spiele ich jetzt auch nochmal so ab und an. Das wäre noch ein gutes Ding für dich, muss ich sagen. Das würde ich dir wirklich noch sehr ans Herz legen. Das könntest du Let's Playen, das wäre cool. Besonders, da gibt es übelst geile Autos.
So, mal mit Krach gemacht. Oh. So, dann eigentlich Level ab. Jo. So. Ich spiele jetzt mal eine Runde Krieger, denn da sind wir schon Level 15. Ich habe noch einen Paladin, Druide. Ach komm, ich spiel mal Krieger. Ja, aber damit wirst du, solange du es nicht monetarisierst, also solange du keine Werbung drauf schaltest, wirst du kein Problem kriegen. Ah ja, und du solltest die Musik im Spiel ausschalten, wie bei jedem Spiel generell auch. Weil Watch Dogs wurde wirklich verdammt viel im Let's Play, also in der Hinsicht würde nichts passieren. Du solltest nur, wie gesagt, die Musik in den Autos ausschalten. Gibt es übelst coole Musik, aber solltest du wirklich abschalten. Und ist auf der PC-Version besser auszuschalten als auf der PlayStation-Version. Und solltest, wenn du keine Werbung drauf schalten tust, dürfte dir gar nichts passieren. Gegen Gul'dan! Eure Seele wird mir gehören! Sieg oder Tod! So, das ist mein Krieger-Deck. Alter, das Spiel haut wirklich rein. Das macht voll Spaß und du müsstest es wirklich von Anfang an spielen. Vielleicht mal zum Antesten, zwecks einstellungstechnisch kannst du es gerne mal machen, aber umsonst würde ich halt voll da rein, ohne irgendwas zu gucken, einfach drauf loslegen. Das ist wirklich voll genial gemacht und einfach wirklich blind spielen. Das kann ich dir auch ein Herz legen von dem Spiel, das ist absoluter Hammer. Also, ich finde es echt gut. Ich habe es leider schon durchgespielt, sonst hätte ich selber mal das Blade, aber man muss ja nicht alles machen, oder? So. Gucken wir mal, was wir hinkriegen. Oh, gegen Level 23 schon. Also gegen 23er Spielstufe. Könnte ein bisschen schwierig werden. So, ich will hoffen, dass Hitbox meinen Stream bei der Aufnahme auf Hitbox Server selber nicht wieder 5 Bild oder 5 Minuten draus macht oder 3 Minuten draus macht, dann. Achso, das ist dann nämlich wieder mal ein bisschen zum. Ja, nicht schön sein. Naja, Portal gibt's schon zu oft. Portal ist. Das kannst du so als kleines Projekt nebenbei machen zwischen zwei Hauptprojekten, zwischen ETS und einem anderen Hauptprojekt, was ein gewisses Ende hat. Weil ETS 2 ist ja ein Endlosspiel. Und sonst würde ich noch ein Spiel machen, was eben Ende hat. Und Portal, ja, kannst du machen. Es ist halt, man hat es zu schnell raus, sagen wir mal so. Ich frage mich, ob... So, jetzt muss ich mich mal bitte konzentrieren, ne? Also als kleines Projekt, ja. Aber nur so als Nebenprojekt, wie gesagt, ne? So, 5 Rüstungen. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufsparen hier. Oh, Metro. Metro ist... Ich kenne die. Ich habe die selber nicht alle gespielt. Aber wenn du die hast, das würde ich dir auch noch empfehlen. Also, Grauwolf zum Beispiel hat Metro gespielt, ne? Ja, Metro hast... Grauwolf, hast du Metro gespielt? Ich glaube, oder? Du hast mal angefangen. Mit 3 Punkten. Das war's. Als nächstes die dann. Oh, fast. Also er spielt immer noch Metro. Also ich selber hab's noch nicht gespielt. Das würde mich auch sehr interessieren. Ich weiß gar nicht, ob es auch Multiplayer-Spieltechnisch ist. Aber Multiplayer magst du ja wieder nicht. Och nö.
So, mein Freund. Okay, aber Metro kann ich dir auch empfehlen. Also das ist auch ein gutes Spiel, muss ich sagen. Ein sehr gutes Spiel. Wenn du die Metro-Reihe hast, ist sogar noch besser, weil dann kannst du von Anfang an spielen bis zur jetzigen Reihe. Und jetzt wollte ich dir auch zutrauen, dass du die Reihe auch schaffst. So, ich hoffe, ich bin nicht zu laut oder so, dass mein Kind nicht wundert. Was jetzt? Den Arzt gerufen. So. Dann mach's, also wenn du nicht immer Let's Playen wolltest, mach's. Wenn du die erste Reihe schon durch hast, ist okay. Dann hast du es zumindest dort etwas leichter. Kannst du sagen, ist es dann dort eben nicht ganz blind. Das Licht beschützt mich. So, stell zwei Leben wieder her, brauchen wir nicht. Drei Angriff. Naja, ich muss drauf. Alles hilft. So. Hey, Frau Reiter ist wieder da. Sei gegrüßt. Ja, ich spiele immer noch. Und diesmal spiele ich Krieger. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, zumindest ein bisschen schützen, auch wenn es echt nicht springt. Das war's. Aber irgendwie. Oh, schade. Warum eigentlich? Das Dingo! Ja! Warum bist du gleich wieder weg? Ist echt schade. Jetzt, wo ich wieder verliere. Ach nee, komm. Ich will dich tun. Der hätte mich spätestens im nächsten Zug so fertig gemacht, das wäre nichts mehr geworden. So, gut. Spielen wir nochmal eine Runde Priester, die letzte halbe Stunde noch. Oder Viertelstunde noch. Und dann war es das für den Livestream heute Abend auch schon wieder gewesen. Aber mal sehen, vielleicht gewinne ich die Runde ja noch. Könnt ihr gerne noch bis zum Schluss dabei bleiben. Anduin gegen. Oh, das machst du durch. Das Licht wird den Sieg bringen. Möge das Licht euch verbrennen. Das machst du richtig. Dein Papa vom Flughafen abholen. Das ist immer ein ganz netter Service. Würde ich auch machen. Na, mal sehen. Oh, den Lichtbrunnen haben wir auch schon wieder. Ist auch nice. Fügt einem feindlichen Gegner 5 Schaden zu. Priester gegen Priester ist immer so eine Sache. Hatte ich schon bevor es schon mal gesagt, oder?
das war's. So, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne followen. Also diejenigen, die es noch nicht tun. Ja, dann seht ihr zumindest das nächste Mal angehen. Also hat euch mir verdammt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und es war auch sehr unterhaltsam für euch. Und ihr könntet mich eigentlich mal wieder sehen. Auch mal richtig live. Ne? Also nicht nur immer in Videos und live mit Webcam, sondern immer einfach live. Und Grauwolf kennt mich ja auch real life. Und der Uwe 100 wird mich nächstes Jahr real life kennenlernen. Übrigens, Uwe, das ist schon ganz dick in den Kalender eingetragen nächstes Jahr. Anfang August. Gamescon. Ja, mit dir zusammen. Ich frage mich, ob... Das war's. Ich habe nicht genug Mana. Ach so. Also ich auch nicht. Meine Frau hat noch gesagt, wenn es auf ihren Geburtstag fallen soll, ist ohne so schlimm, ich darf trotzdem fahren. Ne? Und das ist wirklich eine ganz große Geste von ihr. Ich bin auch wirklich sehr dankbar dafür. Und weil ich dies schon... Wenn meine Frau sagt, nee, sei bitte da, wird doch da sein. Aber nächstes Jahr hat sie gesagt, nein, da fährst du hin. Ich bin nur nächstes Jahr im Januar vom 22. Entweder am 23. Das ist ein Samstag, bin ich auch zur Dreamhack in Leipzig. Und dort werde ich auch mal versuchen, ein paar Videos zu machen. Und ja, schauen wir mal. Das wird funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Und zurzeit bin ich eben da alleine unterwegs, aber macht auch nichts. Sehr nice. So. Oh, Friedrichshafen, das ist natürlich schon ein Stückchen. Gebt mir eine Quest. Das war's. Wenn ich diesmal eine Karte spiele, 1+1, okay. Sieht gut aus. Nicht wundern, umso später es meistens abends wird, umso mehr muss ich mich konzentrieren. Aber ich denke mal, ich werde noch andere Spiele, die nicht so viel an Online-Aktivitäten also nötigen. Bei Battlefield weiß ich nicht, ob das. Ich habe es mal live gestreamt, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch mitmachen würde. So. Quest angenommen. Das war's. Was? Quest angenommen? Interessant. Hey, herzlich willkommen, Atelas. Wunderschönen guten Abend. So, was haben wir denn noch? Platz 1, Folgen, Ziel, plus 3. Aha. Und jedes Mal 3 Angriff, wenn ein Diener stirbt. Das war's. Mal sehen, das wird hart. Sehr nice, also ich habe meinen Rekord gebrochen, also nichtsdestotrotz, ich tue noch nicht allzu lange Stream, aber mein Rekord ist halt definitiv gebrochen. 6 Mann, die mir zugucken, also ich finde es echt sehr nice von euch und fühle mich sehr geehrt. Na gut, 3/4 Stunde, aber ich wünsche trotzdem eine gute Fahrt, eine sichere Fahrt zum Flughafen und dass du mit deinem Vater sicher wieder zu Hause ankommst, ne? Und ja, bis demnächst. Ich freue mich, wenn du wieder reinschaltest. Also, ich wünsche noch einen schönen Abend. Was sollte ich mir gründen? Das kann ich nicht tun. Ich bin maximal 3. Das ist kein gültiges Ziel. Ach so.
etwas glatt zu. 5 Angriff. 2 Angriff. Quest angenommen. Und du noch? Ja, das sind dann immer Gegner, die so... Naja, ich würde mal sagen, nicht aus unbedingt aus Deutschland kommen. Sagen wir mal eher so. Das Dingo! Ja! Jetzt haben wir Spott mit drin. Warte mal. Vernichte einen Diener mit mindestens 5 Angriff. Ich habe noch eine mit mindestens 3 Angriff. Die können wir dort anwenden. Können wir hier anwenden. Und dann haben wir nochmal 2. Und ich würde sagen, haben wir schon mal sehr gut gelöst. Dafür, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Karte ausspiele, plus 1-1 kriegt, ist nicht schlecht. Da müsste ich mir jetzt alle Bälle draufhauen, dann könnte ich immer noch mit einem Punkt überleben, eventuell. Ja, hallo Grauwolf. Ich frage mich, ob... Ich weiß es nicht, also EU-Server ist ja eigentlich generell, ich weiß es nicht, EU-Server denke ich mal schon, aber der Spieler selber kommt vielleicht aus Deutschland. Man kann trotzdem außerhalb von Deutschland auf den EU-Server drauf zugreifen. Er muss ja nur in der EU drin sein, oder? Also zumindest das dort seine Verbindung haben. Ja. Aber ist eigentlich egal, mir ist es Wurst, was das für ein Gegner ist. Bei mir hätten wir uns endlich hingepasst. Kann man gerne machen. So. Das ist kein gültiges Ziel. Das wollen wir uns klar. Gut, dann tun wir hier mal 2 Karten investieren, und zwar einmal die Karte. Oh, sehr nice. Und einmal die Karte. Dann tun wir den einmal heilen. Und einmal sagen, adieu Karte. Ne, 3 Siege waren es nicht, aber ich habe einen Verlust. Ich habe ihn mal aufgegeben, weil das hätte ich nicht mehr geschafft. Alter, ist das beschissen. Das Dingo! Ja! Ich müsste jetzt meine eigene Karte angreifen. Ich wäre bekloppt, ey. Ich will meine Karte wieder. Ich glaube, die kriege ich nicht wieder, oder? Schattenwort habe ich nicht. In der nächsten Runde. Es bleibt nichts anderes übrig. Eben, leider. Da müsst ihr jetzt nur die 2 auf mich draufjagen. Den, na gut, ich habe ein fast volles Leben. Naja, hätte wäre wenn, wisst ihr? Das ist immer so eine Sache. Hätte wäre wenn, dann ist aber nicht. So, jetzt nur die 12 Angriffe auf mich draufjagen.
musste meine eigene Karte vernichten. Schade eigentlich. Aber naja, gut, okay. Was glaubst du so? Schnell entscheiden. Ist jemand verletzt? So. Jetzt aber. Muss ich leider vernichten. Was? Fehlgeschlagen. 5, 9. Ach Quatsch, Uwe. Guck mal. Ich tue mal ein bisschen kitzeln. Und dann schmeiß ich die 6 hinterher. Und schön hab ich gewonnen. Sehr nice, dann hab ich ja in der letzten Viertelstunde, also dann doch noch, was gerissen. Und mindestens 2 Siege. Finde ich gut. Stufe 23 bei gewerteten Spielen. Ist nicht schlecht. Ich würde sagen, ich mache vielleicht morgen noch mal eine Runde. Ja, ich denke mal, morgen werde ich schon mal eine Hearthstone-Runde machen. Diejenigen, die mir sozusagen folgen, diejenigen werden von mir auch dann halt die E-Mail kriegen, dass ich sozusagen mit Hearthstone weiterspiele, also dass es dann weitergeht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Wann, kann ich noch nicht genau sagen, weil ich vorher mindestens noch eine halbe Stunde noch ein anderes Spiel aufnehmen werde. Und dann, wenn ich das Spiel fertig habe, geht dann sofort der Livestream los. Und würde mich freuen, wenn ihr dann morgen wieder einschaltet. Und ja, für mich war es ein angenehmer Abend gewesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und es war auch wirklich richtig cool gewesen, gerade mit so vielen Leuten. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend natürlich. Und ja, bis demnächst. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.